Die Alm bebt und man hat sie das zum letzten Mal. Arminia Bielefeld führt im Westfalen-Derby mit 1:0. Rechtsflanke, ich weiß gar nicht von wem, Ball wird immer länger. Und dann stand da der Kleinste am 5-Meter-Raum. Masaya Okugawa köpft den Ball. Unhaltbar unten rechts rein. Das Kopfballungeheuer aus Japan hat zugeschlagen. Masaya Okugawa, das war ein ganz wichtiger Treffer. Die Alm feiert und das nicht den dritten Advent, sondern das zweite Tor für Arminia Bielefeld. Ein Hammer von Wimmer und den kriegt bei diesen nassen Bodenverhältnissen, auch wenn es in der Luft war, der Keeper Riemann nicht zwischen die Finger und er glitscht ihm durch ins lange Eck. Der beste Bielefelder Spieler setzt den I-Punkt drauf. Patrick Wimmer mit einem Knaller von der Strafraumgrenze. 69. Spielminute, Arminia Bielefeld führt mit 2:0 in der Schüco Arena im Westfalen-Derby durch den Hammer von Wimmer.